Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Hier an dieser Stelle waren wir stehen geblieben und haben hier unser tolles, geiles Masterschwert und einen tollen, geilen Hammer. Wir brauchen eine Mobkeule, liebe Freunde. Ja, eine Mobkeule benötigen wir. Tatsächlich. Die wir nicht besitzen. Ich würde gerne hier mal wieder ins Tagebuch schauen. Der Waffennah wäre das. Der Schatz der Gerudo. Gut, spurte dich. Die können wir auch noch nicht machen. Die Magie des Eisens, Eises. Der Leuchtsteinbruch. Wir müssen 10 Leuchtsteine dahin bringen und davon getrieben. Gut, dann würde ich sagen, machen wir gar nichts von dem Alm. Sondern hey, Rick. Ja, sondern ja, was machen wir? Ich bräuchte eine Farodra-Schuppe. Ein Farodra-Hornsplitter. Der einzige Platz, wo mir einfällt gerade, ist der See. Der Turm des Sees. Und jetzt lass es bitte kein Gewitter sein. Es ist kein Gewitter. Goodie. Jetzt ist die Frage. Wann erscheint Farodra normalerweise? Das wäre Frage Nummer 1. Frage Nummer 2, wo finden wir eine Mobkeule? So. Warum wird ständig Daruks Schirm getriggert? Wo ich so aufpasse, dass ich nicht getroffen werde. Die Kraft des Masterschwerts geht zur Neige. Gut, dann nehmen wir jetzt die Windklinge, die eh stärker ist, aber irgendwann kaputt geht. So. Komm schon, stirb. Stirb. Oh, da haben wir wieder 2 Topazes bekommen. 2 Topazes haben wir bekommen. Was haben wir hier? 10 Pfeile, ein Apfel, alles cool. Oh, und da kommt wieder die tolle Turmmusik. Die tolle Turmmusik. Eine Königshellebarde. Ein silberner Exalfoss. Den wir von hinten eben überraschen konnten. Und die Silbernen bringen halt immer am meisten. Und da unten hätten wir wahrscheinlich einen Feuerstab. Na, komm schon, stirb. Na, komm schon, stirb. Sehr schön. Dann kriegen wir wahrscheinlich wieder Rhodonit kriegen wir. Das ist auch nice. Ah, da ist er. Farodra. Wir brauchen einen Farodra Hornsplitter. Das heißt jetzt schnell, schnell. Ne, gegen euch kämpfe ich nicht. Ihr braucht mir jetzt zu lange. Also ich habe jetzt keine Zeit gegen euch zu kämpfen, sagen wir es mal so. Wir müssen hier tatsächlich auf Farodra warten. Und da kommt Farodra. Und ich benötige einen Hornsplitter. Was willst du von mir? So, und war das das Horn? Au.
Bitte lass es ein Hornsplitter sein. Na? Farodra-Schuppe. Ich kotze. Ich kotze. Weil ich das Horn nicht richtig getroffen habe, ne? Wegen dem blöden Jäger wieder. Und da verschwindet Farodra auch schon wieder. Nicht so viel klettern. Wegen dem blöden Jäger mal wieder, ne? Das ist wieder typisch Jäger. Die kommen zum beschissensten Zeitpunkt, wenn du es nicht gebrauchen kannst. Und dann hauen sie dir auf den Wrack und du ärgerst dich, dass du irgendwas verpasst hast. So. Na du? Komm mal raus, du. Ja gut. Ich möchte bitte hier einmal ein Holzscheit auslegen und das Ganze dann anzünden und hier kurz. Es sind Feinde in der Nähe. Ach echt? Ach echt? Hätte ich nie gedacht. Hätte ich nie gedacht, dass hier Feinde in der Nähe sind. Ja, das klingt jetzt sehr hochnäsig, muss ich sagen. Ja, komm, gib mir mal noch ein bisschen Holz hier und ein paar Äpfel. So. Darf ich jetzt kurz am Feuer warten? So. Ja, bis abends. Ist abends 20 Uhr? Hier in diesem Fall? Oh, Blutmond. Abends ist 21 Uhr. Ah, nice. Gut zu wissen. Dann warten wir hier mal kurz auf Farodra. Ich mag die Musik, ne? Nein, nein, nein. Geh nach unten mit dem Horn. Ich will nur das Horn treffen. Ja. Wo geht's hin? Wieder nach da unten. Sehr schön. Ja gut, jetzt haut Farodra natürlich ab. Und da haben wir einen Farodra Hornsplitter Nummer 1. So. Und dann fliegen wir wieder hin. Nein. Komm wieder nach unten mit deinem Horn. Und zack. Und da haben wir den zweiten Hornsplitter. Puh, endlich. Die Frage ist, wo ist er jetzt hingeflogen? Da. Da ist er hingeflogen, der Hornsplitter. Halle fucking Luja. Jetzt haben wir zwei Farodra Hornsplitter. Ich würde gerne mal darüber, weil ich habe so das Gefühl, dass da irgendwie noch ein Krog sein könnte oder sowas. Krogs sind halt auch nicht schlecht. Oder wir können mal gucken, ob hier irgendwo eine Kiste. Aha. Ja, da ist eine Kiste. Und nicht nur eine. So, wir... klettern einfach mal auf diese Kiste rauf. Ja gut, dann müssen wir das Ganze halt so machen. Dass ich das jetzt gesehen habe, war Zufall. So, jetzt können wir uns die Kiste holen. Und hier abstellen. Das war ein Krog-Rätsel tatsächlich. Auf, du hast mich entdeckt.
Wie viele Krogsamen haben wir jetzt schon wieder? 9. Okay, da war irgendwo noch eine Kiste. Da drüben. Gut, die holen wir uns. Was ist in that chest drin? That chest. Na, komme ich noch nicht ran. Sehr schön. Nee, nee, nee. Ich hätte gern das Modul hier. Jetzt komme ich ran. Komm mal her, Kiste. Ja, komm mal her, Kiste. Master Schwert hat die Kraft zurückerlangt. Und was ist drin? Ein violetter Rubin. Wow, okay. Sonst sehe ich jetzt nichts hier. Aber ich habe da drüben vorhin was gesehen. Da möchte ich mal... Das ist ein Krog. Das ist noch ein Krog. Leute, da ist noch ein Krog da hinten. So, da wollen wir jetzt noch hin. So. Und was haben wir da? Oder leuchtet da einfach nur was anderes? Nee, das ist ein Krog. Definitiv. So. Einmal. Zwei. Da kommt Farodra schon wieder, ne? Ja, gut. Na? Und drei. Sehr schön. Haben wir den nächsten Krog gefunden? Langsam läuft's doch mal. Langsam läuft's doch mal. So, Farodra, wo willst du entlang? Ist jetzt die Frage. Dann würde ich mir nämlich einfach mal noch einen Zahn von dir abstauben. Ich war halt hier noch nie tatsächlich, ne? Auf der Seite. Vom Hyliasee. Ja, jetzt taucht sie ein. Er, sie, es. Na, Farodra. Oh. Gut. Verkackt, würde ich sagen. Oder? Ja. Also einen Zahn kriegen wir nicht mehr. Leider Gottes. Na, wobei, wenn ich da jetzt noch ein bisschen hinterherkomme. Wenn ich da jetzt ein bisschen hinterherkomme. Oder vielleicht mit ein bisschen Glück. Ne, ein bisschen Glück haben wir nicht. Gut, dann auf nach KK Rico. Auf nach KK Rico da oben. Und zwar zum Taronihi-Schrein. Taronihi-Schrein. So. Und von diesem aus wollen wir nach da und zur Großen Fay. Zur Großen Fay wollen wir. Denn es gibt da noch etwas, was wir verbessern möchten. Ist Kami hier? Kami. Nee, das ist nicht Kami. Das ist nicht Kami. Sind die Feen hier ausgestorben? Ich habe keine Ahnung. Ja gut, hier mal untersuchen. Ne, jetzt können wir nämlich wahrscheinlich das Reckengewand aufbessern. Ja. Danke. So.
Okay. Was willst du als nächstes für das Reckengewand? Neidra-Hornsplitter. Gut. Neidra-Hornsplitter. Gut, gut, gut. Dann einmal den Zora-Helm. Wenn wir schon mal dabei sind, ne? Das Rhodonit-Stirnband. Die Topas-Ohrringe. Und los. Sehr schön. Ja, was haben wir noch? Die Kletterstiefel. Ah, dafür brauchen wir Spurtlinge. Das will ich dann ungern machen gerade. Ja. Den Zora Beinschutz. Ja, den Zora Beinschutz. Ich will alles so weit aufleveln wie nur möglich gerade. Neidra Klauen brauchen wir dafür. Neidra Hornsplitter. Verrotra Klaue. Gut, wir bräuchten 3 Neidra Hornsplitter. Antiken Helm haben wir schon. Das Dunkelgewand und sowas ist auch nicht verstärkbar. Die Wildnishose brauchen wir Eldra Schuppen. Die Hylia Hose brauchen wir Bernsteine. Und das Reckengewand haben wir auch erst auf Stufe 2. Gut, dann würde ich sagen, auf zu Neidra. Gucken, ob wir jetzt Kami finden. Jetzt Kami hier irgendwo sehen. Kami ist das kleine blaue Viech, ne? So zum Verständnis. Scheint aber nicht da zu sein. Guti, dann können wir hier nochmal fix was gucken. Und zwar an den steilen Wänden nach Spurtlingen, wo wir ja 55 Stück von brauchen. 55 Stück brauchen wir davon. Die wachsen halt meistens an steilen Wänden. Wissen wir ja mittlerweile. So. Erstmal hier rüber. Vielleicht sind da Bernsteine oder sowas. Das kann natürlich sein. Da oben ist ein Spurtling. Steinsalz. Na gut. Und hier haben wir auch Bernsteine. Nice. Und wieder Salz. Na gut. Na gut. Bernsteine brauchen wir halt auch. So ist es nicht. Steinsalz. Schleimgelee. Ganz viel Steinsalz brauchen wir. Eigentlich brauchen wir es nicht, aber... Ja gut. Und da haben wir wieder einen Spurtling. Nummer 9 von 55. Leider Gottes erst. So. Ein Sternsplitter bräuchten wir halt auch noch. Oder mehrere, besser gesagt. Oh, guck mal, hier ist ein Schwert. Ein verrostetes Schwert. Wartet mal, ein verrostetes Schwert war doch gut für ein...
Krog-Rätsel hier oben, ne? Bei den Gefängnisruinen. Das müssen wir mal eben überprüfen, Leute. Das müssen wir eben überprüfen. Da sind wir am Nianea-Schrein. In welche Richtung müssen wir die hier, ne? Ja. In diese Richtung müssen wir. Erstmal müssen wir hier unten raus, natürlich. Erstmal müssen wir hier raus. So, und dann müssen wir aufpassen, dass wir nicht von irgendwelchen... Da sitzt eine blöde Fliege auf meinem Fernseher. Dass wir nicht von irgendwelchen Wächtern gesehen werden. Zweifelsfall werde ich wahrscheinlich noch ein paar antike Pfeile haben, ja. Ist mir ehrlich gesagt gerade lieber, mit antiken Pfeilen zu arbeiten, als mich auf einen Kampf mit den Viechern einzulassen. Hab das gesehen, da flog was drüber. Da flog was drüber. Ne? Hast du davon, es tut mir leid. Darfst du mir nicht durch die Quere rennen. Sorry. Da darfst du mir nicht in die Quere kommen. Weiß nicht, ob es ein verrostetes Schwert oder ein verrostetes Schild war, Leute. Was wir dafür brauchen. Mein Königsschwert zerbricht gleich. Oh, da ist ein Fuchs. Jetzt haben wir einen Fuchs getötet. Das ist nicht sehr nett. Da hinten ist einer. Na gut, komm her. Spektakulär, ne? Richtig spektakulär. Daruks Schirm ist jetzt einsatzbereit. Das freut mich, Daruk. Es war ein verrostetes Schild. Haben wir verrostete Schilder schon fotografiert? Ja. Ich dachte echt, das wäre ein verrostetes Schwert. Doof. Ich dachte halt echt, das wäre ein verrostetes Schwert. So. Haben wir sonst noch irgendwelche Wächter? Wächter wären eigentlich auch ganz nett. Gerade. Nein, anscheinend nicht. Haben wir hier irgendwas im Wasser? Nein, anscheinend nicht. Gut, dann würde ich sagen, nächster Halt ist... Moment, da ist die Ranell-Spitze. Das heißt, es müsste ja hier irgendwo gewesen sein. Na, da. Ich will jetzt nicht schon wieder von dem Schrein... Das ist ekelhaft. Das ist jetzt ekelhaft, da hinzugehen. Aber ich weiß, dass da noch ein Leune auf uns wartet. Der Daunai-Schrein. Ja, gut. Das heißt jetzt allerdings auch, ganz weit fliegen. Lei
Da. Und das heißt jetzt gerade für mich einmal bitte das Zora-Gewand anziehen. Wenn ich es finde. Wo ist es denn? Da. Und aufsteigen. Und zack. Da geht's nach oben. Und dann geht's in die Richtung hier. Das erinnert mich immer noch so hart an Twilight Princess, ne? So hart an Twilight Princess erinnert mich das. Platz der Ranellstraße. Ja, gut. Ruft ruhig nach Hilfe, ne? So. Das ist eine Knochen-Mob-Lanze. Ich hätte gerne Mob-Keule. Eine Mob-Keule wäre jetzt nice. Ja, Bernsteine sind auch nice. Und Holzpfeile sind sowieso nice. Bockstock. Bockschild. Die Pfeile sind mir am wichtigsten gerade. Und dann warten wir hier gleich mal auf Nydra. Doch Nydra. Nydra war's. Und ich glaube, dann sollten wir auch direkt mal zwei Eldra-Hornsplitter farmen. Wäre, glaube ich, nicht das Verkehrteste. Oh. Hi. Na? Stirb. Stachelbock-Schild, Stachelbock-Stock. Ich brauche ja eine Mobkeule. La 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 la. Das Osttor der Ranellstraße wartet hier auf uns. Hey, Pippi Langstrumpf. Und da wartet auch ein Leuner auf uns. Sollen wir gegen den kämpfen? Sollen wir eben fix den Leunen klatschen? Hm? Eben mal fix vor allem. So. Sollen wir eben mal fix den Leunen klatschen? Ihr habt nichts gesehen. Wir haben den Leunen geklatscht. Wie einfach das gehen kann, ne? Aber jetzt habe ich wieder einen Pfeil verschwendet. Das ist nicht so geil gewesen. So, dann würde ich sagen, fliege. Dann würde ich sagen, wir gehen hier mal. Ja. Wir gehen hier mal zur Ruhe. Denn ohne Rast und Ruhe sind wir hier. Und warten bis abends. Bis Nydra hier vorbeikommt. Na? Wo bleiben meine Nydra? Wo bleibt Nydra? Na? Nydra! Nydra! Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Oh mon amour, mon petit chéri! Kommst du bitte zu mir, Nydra? Ich liebe dich. Ich weiß nicht, ob abends oder morgens oder mittags. Ich weiß nur, dass es windig ist gerade. Klettern wir mal hier hoch.
Ich dachte eben, ich hätte was gesehen. War das nicht so, sogar nicht eher morgens? Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Na? Nell, wo bleibst du? Mein Name ist Nell. Ra, Nell. Und ich bin ihr, um dir einen Pfeil auf dein Ohren zu schießen. Haben wir nicht sogar schon einen Hornsplitter von Nydra? Ne, wir haben einen Eldra-Hornsplitter. Ganz, ganz ehrlich, Leute. Ich glaube nicht, dass in dieser Nacht Nydra ihr erscheint. Wir werden eben noch einmal bis zur... Fies. Weil einen Sternsplitter brauche ich auch. Der Jita-Sami-Schrein, wo wir uns Jita-Samis Segen abgeholt hatten. Aber wir holen uns jetzt erstmal keine Frostbeulen im besten Fall und ziehen die Orni-Kleidung an. So. So doof wie das klingt, ich weiß, dass hier oben ein Sternsplitter eingeschlagen ist. So, und deswegen gehen wir hier auf Materialien. Und schauen mal, wir haben den tatsächlich noch nicht fotografiert. Ne? Wir haben es halt tatsächlich noch nicht geschafft zu fotografieren. Revalis Sturm ist bereit. Aber das muss doch hier irgendwo sein. Ich meine, ich habe doch gesehen, wie es hier oben eingeschlagen ist. Moment mal, da ist Ateno. Na egal. Egal, Leute. Wir begeben uns jetzt nochmal zum Osttor der Ranellspitze. Denn da müssen wir hin. Oder was ist das Westtor? Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Erstmal aufladen. Ganz klassisch, ganz klar. Ganz cool. Ganz easy. Ganz toll. Ah, verstehe. Wir haben das von hier drüben aus gesehen. Ja, gut. Das war gemein, ich weiß. Und Spurtling. Wenn ich sie schon sehe, kann ich sie auch mitnehmen. Wenn ich sie schon sehe, kann ich sie auch mitnehmen. Die kleinen Scheißer. So. Der Weihesee und nach da, ich werde mir das jetzt mal markieren, dass ich die Richtung ungefähr sehe. Ja, kein Wunder, dass ich den
Splitter eben nicht gefunden habe, ne? Kein Wunder, dass ich den Splitter eben nicht gefunden habe. Na, nicht abrutschen. Nicht zu weit abrutschen, bitte. Denn der ist, wenn dann, hier drüben. So. Der ist, wenn dann, hier drüben. Aber ich denke mal nicht, dass ich ihn jetzt finde. Wobei, ich glaube, da ist er. Ah, nee, das ist... Das ist ein Krog! Das ist ein Krog. Komm her. Sehr schön. Puh, wieder ein Krog gefunden. Das ist nice. Jetzt können wir ja mal schauen, ob Nydra morgens hier erscheint. So, wie weit ist es denn noch bis darunter? Es kann ja nicht mehr so weit sein. Wir laufen auch übrigens gerade in die falsche Richtung. So, da müssen wir lang. Genau. Da müssen wir lang. Gut, noch sehe ich nichts von Nydra. Außer hier ein Rüstling. Das hat aber nichts mit Nydra zu tun. Ich gerade erschrocken. Ja gut, dann haben wir direkt Grillwild. Kann man auch mal machen. Das wird wahrscheinlich kein Ivarok sein. Und da kommt sie. Nydra. Da kommen sie, die Nydra. Also morgens. Und leider Gottes, so wie es aussieht, so früh morgens, dass ich die Nacht skippe, dass ich bis nachts pennen muss und da die Nacht die ganze Zeit skippen muss. Was nicht ganz so geil wäre, muss ich an der Stelle einfach mal sagen. Na, komm her. Wir brauchen Hornsplitter, und zwar 3 am besten. So, wir werden jetzt einen holen und die... den... Eldra... Hornsplitter. Den Eldra Hornsplitter werde ich mir dann halt... Jetzt habe ich tatsächlich Nydra an mir vorbeiziehen lassen, ne? Mit ein bisschen Glück ist das ein Hornsplitter. Mit ein bisschen Glück ist das ein Hornsplitter. Au. Kriege ich vielleicht noch eine Schuppe? Nö, gibt immer nur eine Sache. Das ist ein Hornsplitter. Nice. Sehr schön. Kann ich die Dinger eigentlich auch in die Hand nehmen und ab...
ablegen einmal. Und dann einmal fotografieren. Ne, die lassen sich nicht fotografieren, die Sachen. Okay, Leute, dann würde ich sagen, den Rest farme ich offscreen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich werde jetzt noch ein bisschen offscreen farmen. Wir sehen uns dann, ach, ich denke mal sogar morgen wieder. Wenn alles so klappt, wie ich das möchte. Ja, wenn alles so klappt, wie ich das möchte, sehen wir uns morgen wieder. Und dann hoffentlich mit gutem Equip. Bis dann und ciao.